Damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück. So, und ich hoffe eigentlich wirklich, dass sich hier bald mal was tut in Sachen Reparatur. Denn die Unebenheiten hier im Boden, die nerven schon hart. So, das zerlege ich jetzt einfach. Genauso wie das hier vorne, diese Triebwerke. Einfach, weil wir die Ressourcen brauchen. Ist so, also ich kann mir das jetzt nicht aussuchen. Und ich kann jetzt nicht drauf warten. Warte mal kurz gucken. Na, schade. Na, ich brauche eigentlich ganz dringend. Energy critical. Toll. Das brauche ich nicht. Schon wieder. Oh Mann. Genau. Jetzt haben wir das. Hoffen wir, dass dieser Pirate Linebreaker ganz lange wegbleibt. Ist nicht so gut hier. Sehr schön, wunderbar. Die Tage beim Einkaufen. Ich gerade fertig mit Einkaufen auf dem Parkplatz, die Sachen ins Auto räumen. Kommt dann so ein junger Erwachsener an. Ja, ich weiß nicht, ich würde es vielleicht so. Ist ja mal schwer einzuschätzen, ne? Aber ich würde so sagen, so vielleicht Mitte 20, ungefähr so in dem Dreh rum. Naja, kommt so an und hat einen Rucksack. Um so einen kleinen Rucksack und so eine Einkaufstüte, wo man gesehen hat, da ist ein Schlafsack drinne, da ist eine Decke drinne und sah halt auch, ja, wie soll man sagen, nicht so gepflegt aus und ziemlich fertig. Und dann kam der halt so an ins Auto, ne, kam so auf mich zu und ich dann so, hi. Und dann so, ja, hallo, Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein bisschen Kleingeld für mich? Und ja, das, ich fand das halt so krass, wo ich dachte so, oh mein Gott, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass bei uns, in unserem Land, es Menschen so schlecht geht, dass sie praktisch betteln müssen und anscheinend so wie er auf der Straße leben müssen. Ne, wo man dann sich denkt, okay, unser System hat da anscheinend halt versagt. Weil irgendeinen Grund muss es geben, dass das nicht funktioniert. Naja, ich hab dann halt bei mir rumgewühlt, weil mir geht sowas halt nahe. Ich kann das halt nicht, ne? Das ist so, pff, ja. Auch wenn man weiß, dass sie das vielleicht für Alkohol oder Drogen benutzen oder so, ne? Trotzdem, die tun mir so unendlich leid. Und das in dem Alter, und du weißt ganz genau, das war's eigentlich, ne? Also, da kommt dann nicht mehr viel. Dass da irgendwann nochmal diese Wende kommt, wo man dann sagt, okay, da geht's denen dann halt besser, da haben sie dann ihr, ja, nach unseren Verhältnissen vielleicht geordnetes Leben. Und das ist dann, glaube ich, vorbei. Das wird sich nicht mehr ergeben, denke ich. Zumindest bei den meisten nicht. Und ja, von daher
versuche ich halt immer irgendwas zu machen, weil ich finde es halt schrecklich, dass es Menschen so schlecht gehen muss in unserem Land. Naja, und dann habe ich halt ein bisschen rumgekramt, ihm Geld gegeben und im Nachhinein dachte ich mir so, warte mal, du hast gerade hier eingekauft. Er hat einen Wocheneinkauf gemacht. Hättest ihn ja vielleicht sonst fragen können, ob er halt irgendwas zu essen haben möchte, ob er irgendwas braucht oder ich hatte auch Getränke dabei, ob du ihm vielleicht eine Flasche Wasser oder irgendwas anderes anbieten kannst oder so. Aber da habe ich in dem Moment nicht dran gedacht, erst im Nachhinein, als er dann schon weg war. Aber ich hatte 2 Euro-Stück, hatte ich noch dabei, weil ich habe eigentlich selten Kleingeld dabei. Meistens eigentlich nur irgendwie für Parkuhr, Parkhaus oder halt so hier Einkaufswagen oder sowas. Naja, und dann ihm das halt gegeben und er war schon total happy und hat sich gefreut und bedankt und ist dann halt weiter. Aber im Nachhinein dachte ich mir so, hey, eigentlich hätte man vielleicht noch mehr machen können. Was ich halt immer, ja, wie gesagt, ich finde das ganz, 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 ganz schrecklich. Und ich kenne so Freunde, Bekannte von früher, von ganz, 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 ganz früher, die teilweise in Heimen gelebt haben oder irgendwelchen anderen Einrichtungen, wo sie betreut wurden, damit halt nichts weiter passiert. Und die halt echt viel, viel schlimme Scheiße durchmachen mussten als Kinder oder als Jugendliche. So gerade durch zu Hause und sowas. Und ich fand das damals schon als selbst Jugendlicher, wenn ich solche Leute, wenn ich solche kennengelernt habe, solche Menschen, denen es so schlecht ging, dann war das für mich auch schon immer so. Warum muss es Menschen so schlecht gehen? Was haben die als Kind so Schlimmes gemacht, dass sie das verdient haben? Ja, die haben nichts Schlimmes gemacht, garantiert nicht. Und ich finde das grausam. Ich weiß aber auch nicht, was man halt machen kann, um denen noch mehr zu helfen. Also von daher finde ich ja schon Streetworker und alles ganz cool, die sich halt entsprechend um Leute halt auch mit kümmern. Aber gut, alles lässt sich halt nie auffangen, ne? Mein Gott, ist so viel hier. Zeit, schneller hier. Oh, ein paar Teilchen drin. Sehr gut. Wieder voll. Nee, so nicht. So. Genau. Dam, da, dam, dam, da. Also. Das sind definitiv niemals genug Stahlplatten, aber zumindest habe ich die Hoffnung, dass man hier langsam mal anfängt mit irgendwelchen Arbeiten. Es scannt wieder. Toll. Also dieses Build and Repair System scheint wirklich nur zu funktionieren, wenn man den Projektor benutzt. Thank you.
Aussicht. Oh Mann, ey. Das dauert so Ewigkeiten. Muss ich mir das jetzt nicht weiter rumschwirren lassen. Das ist halt leider nur noch Schrott. Ganz vorsichtig. Wollte ich das falsch hier wegschneiden, ne? Wir haben es gleich, ne? Fast. Ist das so? Okay, da ist einfach nichts mehr da. Hier hin. Vorsicht. Genau. Ja, wir sind wirklich nur so ein paar Klümpchen, ja? Das sind die Stahlplatten, die brauchen wir auf jeden Fall. Na, kommt da was? Das kommt gut näher. Smuggler's Legacy. Nochmal. Das entsprechend so fliegt, dass maximal mögliche Geschütze drauf ballern können. Heute eine etwas ruhigere Folge. So, ich glaube, jetzt haben wir es, ne? Sehr schön. Ja, das hier innen drin ist eigentlich komplett kaputt gegangen, ne? Wenn man es so nimmt. Oh. Das war knapp. Okay. Es sieht so aus, als würde es an uns vorbeifliegen. Wir können einfach mal den Gatling Turret benutzen. Ach. Komm schon. Haben wir ranzoomen können. Okay, das sieht relativ riesig aus. Ich gehe aber auch gut bewaffnet schon wieder. Oh weia, ich muss gleich mal heilen hier erstmal. Ja, aber ich fand die Frage gut. Die eine Frage fällt mir gerade ein. Wo es darum ging, wo man denn spawnt, wenn dann alle weg wären. Ja, wenn das hier weg ist, wäre ja das nächste der Mars. Und wenn alle weg sind, naja, dann halt so, wie man am Anfang in die Welt gespawnt ist, ne? Das ist krass, also ich bin echt am Überlegen, das wäre glaube ich, so richtig, richtig frustrierend, wenn das passieren sollte. Genau, weil dann, da müssen wir einfach vollends im Eimer, ne?
Ja, das Eis nehmen wir auch mit. Das kommt immer noch näher, ne? Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Okay, so. Dreht das. Ja, es fliegt weiter. Okay. Ich dachte nämlich eben schon, es dreht um. Irgendwie so. Ich habe das gesehen. Das sieht interessant aus. Und zum Glück ist das nicht so. Sparen hier. Ich kann auch so viel Ressourcen ausgewinnen. Oder eben neue Kampfjets machen oder irgendwas. Ja, das lassen wir jetzt erstmal hier bei mir. So, nun gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dass in der Zeit vielleicht hier sich ein bisschen was tut und das ein oder andere Teil hier anfängt mal zu arbeiten. Das wäre echt super. Aber ja, vielleicht haben wir ja Glück und es tut sich wirklich ein bisschen was. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zocker.